So, herzlich willkommen zurück. Und ja, ich habe doch Beweismaterial gesichtet. Mal mal zu drücken hier. Miller Monitor. So. Kommst du mal weg und dann kommst du mal hin. Das ist jetzt das Video von Let's Dance. Da mache ich mal ein bisschen stumm. Und da sieht man genau die Stelle vor dem Unfall. Da sieht man ganz klar, wie das Ding halt höchstens den LKW streifen könnte, aber nicht macht, weil der LKW passt da locker dran vorbei. Ja? Und jetzt sieht man hier, der Auflieger ist auf der Höhe von dem Ding und bumm, hängt er sich auf. Und das war halt, wo ich halt dachte, ne, der LKW passt halt genau dran vorbei. Das heißt, mit dem Auflieger müsste alles perfekt passen. Aber da an dieser Stelle, wo das Ding hier ist, die Alpha-Wand auch komplett hoch geht, hat sich der Auflieger an dieser Alpha-Wand hier oben aufgehangen dann. Und das, ja. Das war natürlich wieder Alpha-Wand. Genau. Na, ja, mal schön hier. Kann man das mal schön in der Zeitlupe machen hier? Das war die falsche Taste. So. Richtig schön mit Schmackes. Bumm, gegen die Alpha-Wand. Das hätte halt locker gepasst so. Das Einzige, wo er für sich vielleicht aufgegangen hätte, wäre denn hier unten. Da hätte er sich wirklich aufhängen können. Aber wie gesagt, ich war ja schon dabei, nach links zu ziehen. Aber das habe ich halt für die Kante hier zu spät gemacht. Weil ich natürlich nicht davon ausging, dass da was kommt. Ja, das ist halt, wie gesagt, also das ist halt das große Problem mit dem Spiel mit den ersten Alpha-Wänden. Ich meine, großes Problem, man kann ja neu laden. Also, wo ist jetzt mein Terminal hin? So. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen deprimierend ab und an. Gerade weil ich ja natürlich versuche, im Let's Play nicht neu zu laden. Ja, naja, was soll's? Ist halt so. Dinge sind geschehen. Apropos Dinge sind geschehen, muss ich aber trinken hier. Meine Stimme wird langsam. Abstrakt. So. Sollten wir jetzt in der Folge den ganzen Rest schaffen? Wir haben ja bloß noch 300 Kilometer vor uns. Ich glaube nicht mal mehr. Los. Ja, siehst du. 280 Kilometer. Das sollten wir also in der Folge locker schaffen, selbst wenn wieder ein bisschen Stadtgebiet kommt. So, bevor wir es hier wieder richtig wieder vergessen, hier mache ich hier schön Mucki-Mucki. Ab in die Muckibude. So. Oh, das ist ein Flugzeug. Also mehrere Flugzeuge. Lolo-Roffel. Wie mein Volvo-Dings einfach die ganzen Flugzeuge verdeckt die ganze Zeit. Ach
So, ah. Das soll ein Manöver abbilden. Verstehe. Oh. Schon wieder Ukraine. Biege nach rechts ab. So, schon kommen wir nämlich ins Gebiet, wo wir nicht mehr so schnell vorankommen. Oh, okay, wir dürfen doch 80 fahren. Alter! Diese Straßenstuka hier. Das ist ja schlimm, ey. So, mal gucken, wo fahren wir jetzt aktuell lang? Ja, genau. Ah, ne, guck mal, hier hinten fahren wir wieder Autobahn. Okay. Aber so bloß ein Stück in der Straße hier. Wobei wir hier auch 80 fahren dürfen. Was ganz angenehm ist. Ja, I don't care either. Oh, shut the fuck up. Oh mein Gott, 50. Hä? Wieso dürfen wir 70 fahren? Da war doch 50er Schild. Ich bin verwirrt. Ach hey, jetzt sind wir nur 50 fahren. Na Leute, will ich verarschen? Oder sind diese gelben Dinger sowas wie Empfehlungen? Weil ich kenne mich halt mit den gelben Schildern überhaupt nicht aus, was die bedeuten. Nee, jetzt sind wir nur 70 fahren. Na, keine Ahnung. Dieses Straßenkonzept erübrigt sich. Denn ich blicke es nicht. Hör dich Vorfahrt. Was macht der Junge da? So, jetzt sind wir 80 fahren wieder. Sehr gut. Und wieder 70, will ich mich verarschen? Na, oh, Dieter kommt da vorne vor sich hin. Ah, Mann, Mann, Mann. Hoffentlich sind wir gleich wieder auf der Autobahn, ey, das ist ja hier so ein Kindergeburtstag schon wieder. Aber wobei, wir dürfen wieder 80 fahren. Autobahn scheint also nicht so weit weg zu sein. Sehr gut. Oh, ich bin eine Brücke. Demnächst rechts abbiegen. Irgendwie rolle ich noch schneller aus, als ich dachte. Ich dachte, ich rolle da schön hin, ne, weil ich brauche immer antreiben, weil da kommt eh gleich die Abfahrt. Aber ich fahre jetzt nur schon penne gleich ein. Durch die Kurve, ja moin. Hätte eigentlich alle noch ganz bei Trost.
geradeaus. Warte mal. Immer geradeaus. Geradeaus. So, noch 90 Kilometer. Easy. Immer geradeaus. Zeit bin ich also überhaupt kein Problem. Mittlerweile haben wir echt schon viel Schaden, oder? Ja. Ich glaube, wir brauchen bald mal neue Reifen. Na gut, ich meine, bei 2000 Kilometern. Und davor hat mir die Reifen auch nicht repariert. Also gewechselt. Das heißt, die waren ja so schon angedamaged. Ja, das ist natürlich klar. Da haben die Reifen mittlerweile ein paar tausend Kilometer auf dem Buckel. Ja, mal schauen, wo wir hinkommen, wo wir die Ware abgeben müssen, ob wir da dann auch gleich tanken können und reparieren können. Das wäre natürlich sehr praktisch. Aber kann auch sein, dass wir zu so einem Hinterweltklar-Ding kommen, wo man gar nichts machen kann. Ich meine, andererseits haben wir noch genug Zeit, um dann woanders hinzufahren. Immer geradeaus. Müssen wir aber bald da sein, ne? Ist es denn schon die Ausfahrt? Na, wobei, wir haben noch 20 Kilometer. Obwohl, doch, kann eben. Bloß 20 Kilometer kann also wirklich schon die Ausfahrt sein. Zu unserem Ziel.
Ja, das ist ja geil. Nach was der Reise? I don't know. Oh, sie sieht aber wie ein abgelegenes Industriegebiet aus, nächstes Mal irgendwie reparieren kann. Ja, super. Also müssen wir doch noch ein bisschen UFO rumfahren, hinfahren. Alles. Aber wir fahren leider doch erstmal wieder auf die Autobahn rauf, weil sieht nicht aus, dass es eine Verbindung gibt, oder? Doch, hier ist eine Verbindung. Nice. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen. Die Rückenführung ist damit abgeschlossen. Sehr geil. Oh, und wir haben endlich das nächste Level. Und actually extrem viel XP und so fast im nächsten Level. Sehr nice. Wir sollten einfach mal große Missionen machen, kann das sein? Das Problem ist halt, die dauern immer so viele Folgen. Ach, kacke. So, was machen wir? Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Wir machen mal hochwertige Fracht. Da ist es wahrscheinlich am besten aufgehoben. So. Alter, mich halt wieder anfährt hier. Ohne Gewicht. Guten Tag, der Bus ist da. Wie ich halt direkt zu schnell fahre, Alter. Ah, ist der halt. Wir können ja mittlerweile eigentlich auch hier zurückzahlen. So, achso. Zurückzahlen. Und zurückzahlen. Boom. Geil. Aber wieder 28.000 und nur noch 3 Kredite. Von 5. Sehr geil. Boah, Alter. Ich dachte gerade schon, der macht jetzt gleich einen Hochstart. Leider, da steht jetzt 3 Sekunden auf dem Gas und schon fährst du 10 km zu schnell. Was ist denn los hier? So, Wartung. Ja, genau, sind die Reifen komplett. Let's go. Immer schon die Reifen flicken. So, LKW kommt. Nee. Die Frage ist, wir haben jetzt fast 200.000 Euro. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Garagen? Denn ich bin nämlich gerade drauf und dran, direkt die Garage mal zu kaufen. Aber kurz, wir haben Garage. Hallo? Garagenmanager. Genau, wir haben bereits 2 volle. Das heißt, wir brauchen bald mal eine neue Garage. The question is, wo kaufen wir sie? Sie ist halt hier relativ weit oben. Ne?
Wir haben bereits hier unten unsere Start-Dingsabumster und die andere ist. Hey, hallo, komm mal rein. Hey, kann ich gar nicht. Hä? Hey, wieso kann ich aber meine Garage nicht auswählen? Ach, aber auch. So, genau, wir haben da unten eine und da oben eine. Das heißt, wir bräuchten hier oben auch noch irgendwo eine. Das hier ist natürlich sehr weit oben, muss man dazu sagen. Hätte man dann eher hier in Berlin irgendwo noch eine nehmen sollen. Wobei Berlin ist halt scheißen Dreck. Können wir eine Schnellreise zu den Bergen machen? Ich hätte gerne eine in den Bergen. Schnellreise. Ja, nee. Verdammt. So, dann versuchen wir mal hochzufahren zu den Bergen, mal mit so ein bisschen so als Spritztour. Und dann holen wir uns, glaube ich, da mal direkt noch eine neue Garage. Wobei es natürlich auch dumm ist, weil wir haben aktuell nur Geld, um uns eine Garage zu holen, nicht um uns auch vielleicht einen LKW zu holen. Und damit hätten wir ein totes Kapital. Ach, verdammt. Gut, dann lasse ich das doch erstmal so. Aber wie gesagt, bringt ja nichts, wenn wir eine Garage haben oder LKWs, so ist einfach totes Kapital. Wäre halt schon geil gewesen. Wie gesagt, leisten können wir uns. Eine neue Garage, komplett. Was schon echt nicht schlecht ist. Na gut, du musst noch ein bisschen warten, bis wir noch... Naja, am besten einfach immer, wenn wir alle Kredite abbezahlt haben oder so, dann haben wir definitiv genug Geld für eine neue Garage und ein paar LKW. Ja, wobei eben denn. Nee. So lange war es auch wieder keinen Sinn. Ja, egal. Gut, dann, dann machen wir mal eine Schnellreise. Ich will trotzdem gerne zu den Bergen fahren. Ich glaube, dann machen wir mal noch schnell. Wenn wir da jetzt nichts kaufen, würde ich trotzdem gerne die Garage haben. Okay, wir fahren los. So, dann mache ich mal ganz kurz hier Option, Audio. Alter, dass er immer gerade runterbremst. Ich tippe bloß mal kurz die Bremse an und bumm, bremst er komplett runter. Aber wenn ich mal irgendwann an der Kreuzung bremsen möchte, dann macht er erstmal Motorbremse und bremst gar nicht. Komische Steuerung. Ah, what the fuck? Also, da waren gerade die 5 Grünfelden erhöhen. Ne? Größte Welt ist aber nicht richtig. Also entweder war das Flugzeug viel zu groß oder es ist gerade über die Straße lang geflogen. Also so, like 3 Meter über der Straße. Oh, da geht es ja schon wieder runter. Links ab.
Achso, es gibt ja gleich die Stelle, wo man immer so schlecht überholen kann, ne? Weil die beim Fahrbahn immer mit so Dingern unterbrochen sind, abgegrenzt sind. Von den Bergen, jetzt weiß ich auch, warum der Ort so heißt. Oh ja, also Baustelle. Ach komm. Nee. Oh, wo wären das? So? Nein. Wann das? Wieso kann ich die Konsole nicht aufrufen? Ja, okay. Jetzt mich verwirren. Habe ich irgendwie Traffic drin? Nö. Dann muss ich mir mal raussuchen hier. So, Traffic ist 1, wir machen es mal auf 0. Hey, also. So. Eine freie Bahn Marzipan. Kann man mal richtig rumcruisen. Einmal kurz die S-Taste antippe und der bereits direkt 10 km/h verliert. Das ist halt heftig. Jeder normale Fahrer würde dabei durch die Fensterscheibe fliegen. Das ist halt krank. Die wäre jetzt schon vorbei. Verdammt.
Da kann ich ja auch bei den ganzen Kurven nicht wesentlich schneller fahren. Und wir haben halt noch 200 Kilometer vor uns so. Naja. Demnächst links abbiegen. Dann machen wir es am besten, dass wir es doch in der nächsten Folge weitermachen. Biege nach links ab. Ja. Da muss ich aber mit dem Traffic jetzt wieder. Halt. Nein, das. So. Hier sollte wieder Auto fahren. Autos. 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 Was war für ein geiles Lied, by the way? Ah, da, okay, also es waren Autos. Ja, schon wenig Autos unterwegs. So, da sprechen wir an der Stelle mal. Und dann nächste Folge, ja, fahren wir zu den Bergen, auch wenn wir da nur noch keine Garage kaufen. Aber können wir zumindest denn. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es funktioniert. Ob wir denn überhaupt denn, wirklich, mit der Schnellreise, also, weil wir können auf der Schnellreise irgendwie nicht hin. Meine Hoffnung war jetzt, dass wir denn quasi dadurch hin können, dass wir da einmal schon waren. Aber ob das funktioniert, I don't know. Weil wir können eigentlich auch schnell jetzt Reise zu Orten machen, wo wir noch nicht waren. Aber das sind halt eher so als Hauptstädte oder so. Von daher bin ich da ein bisschen überfragt. Aber gut, ja. Bis zur nächsten Session, denn dann... Oder sehen wir uns denn dann? Bis dann.